Hallöchen. Wir beginnen ein neues Zeitalter. Wir sind zwei Dark Waters. Mit einer extrem schlechten Grafik. Erstmals. Das kommt dazu, weil mein Computer nur Grafikkarte 5. Wie heißt das nochmal? Die Hälfte von 1024. Weiß ich nicht. Was mit 524 MB hat mein Grafikkarten, deswegen ist es auch schlecht. So, ja, Screenshot. Mann, ey, muss man damit Screenshots machen oder was? Ausatmen. Also. Ja, wir sind zwei Dark Waters startet. Ja, geht weiter. Nein. Beginnen ein neues Abenteuer. Genau. Der Ladebildschirm. Immer wieder gibt es Menschen mit besonderer Macht, von den Göttern erwählt, das Schicksal der Welt zu bestimmen. Die ersten waren die Titanenlords, Gebieter über die Elemente. Mit ihrer Hilfe haben die Götter unsere Welt erschaffen. Doch als sie ihr Werk vollendet hatten, zerstritten sich die Titanenlords und es begann ein Krieg, der das Land verwüstete. Als die Götter sahen, was mit der Welt geschah, wurden sie zornig und verbannten die Titanenlords in die Tiefen der Erde und des Meeres. Dort sollten sie für alle Zeiten gefangen bleiben. Eine alte Prophezeiung besagt, der Tag ihrer Befreiung sei der Beginn des Zeitalters der Zerstörung. Heute wissen wir, dass sie wahr ist. Caldera, Hauptquartier der Inquisition. Die letzte Bastion der Menschen in der alten Welt. Allem Respekt. Wie kann man sich nur so gehen lassen? Ist nicht so, als wenn wir viel tun könnten. Kommandant Carlos hat nach dir geschickt. Er erwartet dich auf dem Turm. Sofort. Ja. Leutnant, neuer Rang, Leutnant, neue Quest zwischen den Kommandanten. Wie ist das, Penner, Alter? Proviant, Händchen, dicker Goldbeutel. Was haben wir denn da? Offizierschwert. Äpfel. Da steht da eine Flasche rum, oder? Nee. So, nochmal 40 Gold. Errungenschaft freigeschaltet. Sparfuchs. Ich bin der Sparfuchs, oh Gott. Oh nein. Ein Moment.
gucken. Aha, okay. Ja, ja. Was? Talent. Also sind alles zu dem Klingen, also. Pistole. Pistole wäre cool. Hab ich eine Pistole? Ja, hab ich eine Pistole. Inventar. Offizierschwert. Offizierschwert. Hä? Nee. Nee. Hä? Bei Max Payne habe ich doch gesehen, dass der Piratensachen hatte. Verarsche, wo hat er die her gehabt? Oder hatte der eine Sonderausgabe oder was weiß ich? Also hatte Gronkh doch da recht gehabt. Er hat nix. So, Crew. Kann man auch eine Crew machen, das ist cool. Piratencrew oder so, ne? Sammlungen. Ah, cool, kann da sowas. Ja, ich finde das gut, dass das, Leutnant. Ich finde das gut, dass, man den gleichen Spieler spielt wie im letzten Teil, aber jetzt hat er Haare bekommen, irgendwie. Sieht ein bisschen assihaft aus. Hat auch, Augenklappe. Ah ja, ich verstehe es schon. Vom letzten, mit dem Augen da, mit vom Inquisitor. Mendoza hat er dieses Auge bekommen. Okay, jetzt verstehe ich es. Und ja. Kann man den reden? Ah, okay, dann kann man den reden. Ja, und nun sieht man so aus. So. Und ich finde das unmöglich, wie man hier irgendwie die Sachen bekommt. Piratensache, Pistole, sondern so. Hab die gar nicht, wa? Das war die Verarsche. Das war wirklich. Hier geht's lang. Wo? Also. Carlos. Ach, das ist doch der vom ersten Teil, ne? Die Testung zu. Bei Unwetter? Das ist der vom ersten Teil, ne? Und das Unwetter macht es mir keine Sorgen, sondern um das, was es mit sich bringt. So nah vor der Küste. Bösewicht, oder was? Ist das denn ein Hai? Nee. Es geht los. Ein Kraken, ne? Ja. Komisch. Oh, es kippt um. Ja, und die Überlebenden, hallo? Toll. Wir müssen raus und die Überlebenden retten. Nein, ich werde heute nicht noch ein Schiff verlieren. Die Überlebenden müssen sich aus eigener Kraft ans Ufer retten. Am besten, du gehst runter zum Strand okay. Und hilfst denen, die es schaffen. Okay. Untersuche den Strand. Der Regen hat immer bei der Sequenz irgendwie so einen komischen Bug war. Markibärbe. Komischer Name. Und? Was wollte der Kommandant? Der wollte fort. Ich muss zum Strand. Mach das Tor auf. Sofort. Boah, eine Schrotflitze. Los auf da unten. Geil, man kann Jockisch mit Pistolen schießen, geil. Matti Mokko, Reo. Mokko, Dino, Sidi, Mokko, Reo. Mokko, Reo. Mokko, Dino. Mokko, Reo. Mokko, Dino. Strand?
Achso, das ist der Strand, hier stimmt. Boah, das ist ein bisschen laut, verstehe. Achso, verstanden, okay. Warte mal, Optionen. Da. Ne, die ist okay. Es ist nicht. Muss gerade austesten, was das ist. Das, oder? Ja, okay. Seestern. Oh nein. Hier gibt's nix. Keine Muscheln oder so. Warte mal kurz safen. Ah, Spielstand wurde erstellt. Oh, stimmt, das macht auch so viele Spielstände, das stimmt. Hab schon Gronkh so gehört. Hä? Hey? Ah. Was ist das denn? Oh, oh, oh. Hey, von der Mann. Oh, das ist ein bisschen laut, Alter. Du weißt ja gut zurecht. Kann man bitte schön das Schwert rausholen? Boah, diese Musik. Maus 3. Also meine ich mit Maus 3 das hier? Ah, okay. Okay, so geht's klar. Nein, um den da. Jetzt glaub ja nicht, du hättest mich gerettet. Patty, warum bei allen Göttern bist du zurückgekommen? Weil ich etwas herausgefunden habe, das die Inquisition unbedingt erfahren muss. Und weil ich deine Hilfe brauche. Wobei? Das ist eine lange Geschichte. Wir müssen mit Carlos reden. Wir brauchen ein Schiff. Wie geil ist das denn, das Patty? Aber es gibt eine Waffe gegen den Kraken. Warum bist du dir so sicher? Mein Vater ist auf der Suche nach ihr. Stahlbart? Du hast ihn gefunden? Noch nicht. Aber ich weiß, wo er ist. Nicht so schnell. Warum sollten die Piraten sich gegen Mara stellen? Von allen Titanlords stellt Mara ohne Zweifel die größte Bedrohung für die Inquisition dar. Ihr Kraken vernichtet unsere Schiffe. Ihre Kreaturen greifen unsere Siedlungen an. Das sollte die Piraten doch freuen. Sie hatten noch nie viel für die Inquisition übrig. Das stimmt. Aber mittlerweile gibt es Krieg unter den Piraten. Die Hälfte von ihnen hat sich mit Mara verbündet. Mein Vater ist einer der Kapitäne, die Widerstand leisten wollen. Ich habe erfahren, dass er losgesegelt ist, um den Kraken zur Strecke zu bringen. Zurzeit ist er auf Takarigua. Hm. Die Black Betty liegt bei uns im Hafen. Sobald wir klares Wetter haben, bringt sie Arbeiter und Soldaten nach Takarigua. Ihr beide könntet mit an Bord gehen. Aber das können wir morgen besprechen. Jetzt ruht euch erstmal aus. Ich muss nachdenken.